Ich bin ja immer noch der Meinung, dass dieser Dude Scopper Gebahn ist. Wenn wir uns einfach nur mal die Brille anschauen, sind er und Scopper Gebahn die einzigen im ganzen One Piece Universum bisher, welche diese Art von Sonnenbrille tragen. Er hoffte, dass Whitebeard auf Marineford nicht auftauchen wird, da er sich schon dachte, was das wohl für ein Riesenmassaker werden würde. Als Whitebeard starb, wurde er nochmal gezeigt. Er hatte dasselbe Lächeln wie Rayleigh, als er gezeigt wurde. Zudem denke ich auch, dass er in Wano Kuni auftauchen wird. Doch was ist seine Kraft? Black Leg Windsmoke hat da eine schöne Theorie rausgebracht, die ich euch gerne näher bringen möchte. Link zur Originaltheorie findet ihr in der Beschreibung. Die drei stärksten der Roger Piratenbande haben alle ein Element in ihrem Namen. Gold D. Roger, das Gold. Silvers Rayleigh, das Silber. Und Scopper Gabban, das Copper, zu Deutsch Kupfer. Das Monster-Trio der Strohbande kann man mit dem Monster-Trio der Roger Piratenbande vergleichen. Ruffy ist wie Roger. Beide haben The Voice of All Things. Beide wollen bzw. wollten Piratenkönig werden. Beide sind vom Clan der Ds. Und beide besitzen sicherlich das Königshaki, wobei es hier natürlich bei Roger noch nicht bestätigt ist. Zorro ist wie Rayleigh. Beide sind starke Schwertkämpfer, beide haben Narben an ihrem Auge und beide lieben es zu trinken. Beide sind die rechte Hand des Piratenkönigs bzw. des zukünftigen Piratenkönigs und beide sind stark im Umgang mit dem Rüstungshaki. Nach diesem Schema müsste Scopper Gabban und auch Sanji dann eben Ähnlichkeiten aufweisen können. Könnte also gut möglich sein, dass Scopper Gabban ebenso ein Frauenheld war. Beide sich auf das Observationshaki spezialisieren oder beide ohne Teufelskraft kämpfen. Vielleicht ist auch ihr Kampfstil recht ähnlich. Nur dass Scopper Gabban eben nicht seine Beine ansetzt, sondern seine Waffen, die er bei sich trägt. Vielleicht kann Scopper Gabban seine Waffen in Flammen hüllen, so wie wir es schon bei einigen anderen Leuten im One Piece Universum gesehen haben. Und hier ist das Lustige, es gibt ja verschiedene Arten von Flammen. Sanjis Flammenbeine sind rot. Könnte Scopper Gabban blaue Flammen beherrschen? Und wie kommt man denn darauf? Ganz einfach. Flammen werden, wenn sie extrem heiß sind, blau. In der Pyrotechnik benutzt man verschiedene Materialien, um verschiedenfarbige Flammen zu produzieren. Wenn ihr euch mal diesen Wiki-Antrag anschaut, sehen wir, Copper, also Kupfer, wird benutzt, um blaue Flammen zu erzeugen. Kupfer, Copper, Scopper Gabban. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Like. Credits für diese Theorie gehen aber an Black Leg Windsmoke. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.